Hallöchen, ich bin's Anita vom Channel Anita Girly Team und hallo zu einem neuen Video. Heute fressen meine Pferde zum allerersten Mal eine Pizza. Der YouTuber Concrafter, also Luca, hat eine eigene Pizza rausgebracht. Übrigens, danke, dass es die nicht in Österreich zu kaufen gibt. Egal, auf jeden Fall, Luca habe ich auch getroffen und er ist auch ein bisschen ein Pferdeprofi. Schau mal. What's that? Das ist für die Hufen. Zum Saubermachen? Ja, Tor, weißt du das? Ich weiß nicht, das sieht so spitz aus und bei den Hufen klebt ja mal voll viel drunter. Ich habe wirklich noch nie geritten. Ich das war in einem Pferdespiel war das sicher dabei, oder? Da musste man wahrscheinlich dann auch sehr bisschen. Kann sein. Das ist auch so ein Pferdespiel, aber das ist ein Kindermädchen eigentlich. Voller Pferdeprofi, der Luca, oder? Er mit seiner Pizza und ich mit meiner Pizza. Natürlich bekommen meine Pferde jetzt nicht die Original-Luca-Pizza, sondern eine selbstgemachte Pizza. Und schau dir das Video unbedingt bis zum Schluss noch an, weil dann siehst du die Reaktion, wie meine Pferde auf meine Do-it-yourself-Pferdepizza reagiert haben, wo natürlich nur Dinge drinnen sind, die Pferde eben gut vertragen. Lauter leckere Sachen. Das Do-it-yourself selbst zu dieser Pferdepizza gibt's jetzt. Los geht's! Zuerst reibst du einen Apfel. Ganz wichtig ist auch, dass hier rundherum as much Apfel as possible rausfliegt. Pass auf deine Finger auf. Bei meinem Glück reibe ich jetzt auch gleich meine Finger mit rein, dann ist die ganze Geschichte nicht mehr vegetarisch. Ups. Bitte das genauso reinwerfen. Und als Teig machen wir natürlich keinen typischen Pizzateig, weil das sollten die Pferde ja nicht fressen, sondern ich habe hier Bio-Haferflocken Feinblatt beim DM gekauft. Und das vermengen wir jetzt und kneten wir jetzt zu einem guten Teig. Das ist übrigens auch das Standardrezept für Leckerlis. Brauchst eigentlich nur Äpfel und Haferflocken. Und ein bisschen Geduld und ja. Wasser brauchst du eigentlich keines, weil der Apfel an sich schon sehr viel Wasser hat. Und wenn es nicht so flüssig ist, dann einfach immer noch ein bisschen Haferflocken dazu machen. Damit die ganze Sache auch gesünder wird, packe ich hier noch ein paar Leinsamen dazu. Habe ich auch vom DM. Wenn bei dir kein DM in der Nähe ist, packe ich dir doch die Links in die Infobox. Der Teig ist jetzt mal fertig und jetzt kommt das Ganze in eine Form. Dafür verwende ich hier eine ganz normale Pizzaform und die fette ich jetzt noch aus. Dafür kannst du ein Öl verwenden oder wie ich eben so einen Baking Spray, dass dann der Teig hier nicht anklebt. Ganz wichtig ist auch, dass man hier rundherum auch alles ansprayt. Und jetzt kommt der Teig hier rein. Jetzt machen wir einen schönen Pizzabodenteig daraus. Luca, seine Pizza soll ja angeblich richtig dünn sein, also versuche ich jetzt auch so einen ganz dünnen Pizzateig hinzukriegen. Ich freue mich schon so, wenn ich diese Pizza zum allerersten Mal probiere. Ich habe das jetzt überall verteilt und jetzt drücke ich das Ganze jetzt auch platt. Gut, fertig und jetzt ab damit ins Rohr. 20 Minuten später. Tada! Hallo, Pferdepizzateig. Oh, das ist ein bisschen dunkel geworden. Ich mache jetzt den ganz üblichen Test und zwar mit einem Löffel. Ja, schau mal, wie cool. Also, das schaut schon nach einem sehr dünnen Pizzaboden aus. Ich glaube, der von Luca ist ein bisschen dicker. Ich habe hier ein paar rote Leckerlis. Und zwar sind das laut Packung Himbeerleckerli. Und die werde ich jetzt zerschlagen. Und zwar ganz fein hacken mit einem Hammer in einer Tüte. Und zwar gebe ich dafür die Leckerlis darüber. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche, aber das sollte dann so mein Tomatenersatz sein, weil wir brauchen so ein bisschen was Rotes auf der Pizza. Funktioniert schon mal richtig gut, nämlich genau gar nicht. So, warte mal, ich leg das mal. Was geht? Boah, wie steinhart sind diese Leckerlis. Was müssen die Pferde eigentlich für eine Kraft aufwenden, um diese Leckerlis zu beißen? Okay, das geht absolut gar nicht. Aber vielleicht probiere ich es mal mit dieser Reibe, mit der ich jetzt gerade auch die Äpfel gerieben habe. Probiere das jetzt mal hier zu reiben. Ja, aber es funktioniert schon ein bisschen, aber ich glaube, ich werde alt damit, wenn ich das jetzt wirklich machen würde, komplett. Holy.
Wir machen jetzt den Outdoor-Test. Und zwar checkt mein Freund jetzt gerade irgendwas Schweres an und dann probieren wir das hier draußen mal. Oh Gott, mein Freund kommt mit so einem Riesenteil hier. Na gut, und los geht's. Die Nachbarn werden sich auch denken, was will er machen? Ja, aber damit funktioniert es voll gut. Oh je, der Sack ist aufgerissen. Oh nein. Oh je, da drüben auch. Oh je, das ist echt das beste Material. Oh no, warum ist alles, was ich mache, ein Fail? So sieht das Ganze jetzt verkleinert aus. Vielen Dank an dieser Stelle an meinen Freund, der das doch irgendwie geschafft hat. Nachdem es aber doch jetzt sehr bräunlich ist und ich aber so eine rote Tomatensauce damit nachstellen möchte, probiere ich mal das ein bisschen mit Wasser anzufeuchten. Vielleicht wird das ja noch ein bisschen rötlicher und sonst ist das jetzt halt mein Tomatenbelag, meine Güte. So sieht der fertige Pizzateig aus. Er ist auch schon ganz hart. Also genauso wie bei Leckerlis. Du könntest jetzt daraus einfach auch so Leckerli-Riegel machen, indem du sie einfach jetzt da so auseinanderschneidest oder auseinanderbrichst. Dann hast du da jetzt schon super schnell gemachte Apfelleckerlis. Und jetzt probieren wir das mal. Also wenn ich jetzt hier den Staub hier so verwenden würde, dann würde man das so in der Art sehen, also wenig. Deswegen versuche ich jetzt mal ein bisschen davon auch in Wasser einzuweichen. Schaut das jetzt schon tomatenmäßiger aus? Ja, auf jeden Fall von der Farbe besser her als das. Die zerbröselten Himbeerleckerli aka das Tomatensugo auf der Pizza. Als nächstes gehört natürlich Käse drauf. Und zwar ist das bei mir hier das hier. Schaut das schon ein bisschen nach Käse aus oder eher nach Mais, oder? Weil das ist Rubienza, ein Futter. Und zwar sind das so Maisflocken. Luca, seine Pizza ist ja eine Margherita, also sollte das ja eigentlich schon passen. Aber ich finde Oliven ja auch ganz lecker, deswegen haben wir hier ein paar dunkle Leckerlis, die wir ja noch drauf geben. Ich habe hier noch so ein paar rosa Leckerlis. Keine Ahnung, was das hier sein könnte. Apfelscheiben oder Karotten, Möhren kann man hier auch noch drauf packen. Und alles, was halt Pferde gerne fressen und Pferde fressen dürfen. Und jetzt bin ich auch gespannt, was meine Pferde hier dazu sagen. Zu meiner Kreation der Luca Pizza. Jetzt teile ich die Pizza mal und jetzt schauen wir mal mit meinem professionellen Pizzaschneidermesser. Dass ich habe vier eigene Pferde und mein Freund hat ja eins und mein Schwiegervater hat auch eins. Deswegen sollte ich dann jetzt sechs Teile irgendwie aus dieser Pizza rauskriegen, das wäre halt von Vorteil. Nachdem es in Österreich deine Luca-Pizza nicht gibt, Luca, muss ich das jetzt in irgendeine anderen Pizzaschachtel reingeben. Ich habe die Pizzaschachtel auch extra so aufgeschnitten, wie deine Pizzaschachtel aufzuschneiden ist. Fabienne, mach jetzt mal den Test. So, hier ist ihre Pizza, die geliefert wird. Was sagst du dazu? Okay. Er sagt, ja, das schmeckt mir richtig gut. Ja, lass dich sehen. Mhm. Wie er da und im Kopf immer nickt und sagt, ja. Und da wollte ich jetzt noch einen Happen von der leckeren Pizza. Wenn mir den Kopf hoch schief stellt, schau mal. Und dauernd ja sagt. Mhm. Das Pferd von meinem Schwiegervater. Magst du ein Stückchen Pizza haben? Ja, gleich aus der Schachtel raus. Aber irgendwie löse ich die Pizza auf. Ich glaube, der Rubien hat hier einen halben Belag hier schon rausgehaut. Hier ist doch so ein bisschen Belag, Jenny. Okay. Ich glaube, es schmeckt ja. Das ist Nummer 2 bestanden. Die nächste im Stall ist das Pferd von meinem Freund und sie schaut schon sehr interessiert. Gibt es ein Pizzastück für dich? Hast du Interesse? Ja. Du musst es aber schon anders essen, sonst ist der ganze Belag hier drinnen. Und was sagst du, Jessie? Die Pien-Shooter von meinem Freund. Ich glaube, sie ist doch ein bisschen wie eine Lady. Magst du noch ein bisschen Belag? Komm, auf zur nächsten im Bunde. Und sag ich schon mal, wer da schon so richtig schaut. Siehst du das? Schaut sich auch ein bisschen aus wie ein Kamel.
schön. Ich habe nur einen ganz kleinen Biss genommen. So sind zuerst testen, schau, so teste. Was, spuckst du das alles wieder aus oder was geht mit dir eigentlich? Schmeckt's nicht? Sie ist normalerweise die verfressenste von allen, aber fühlt sich jetzt gerade am meisten auf. Lieber Rubiel, jetzt gibt's auch ein Pizzastück für dich. Aha, die feine Lady kostet nur. Spuckt's auch wieder aus. Magst du, oder? Was wird das? Na toll. So geht man anscheinend im Hause Rubiel mit Pizza um. Und die Ruby hat schon Interesse. So, Ruby, ja. Magst du noch ein bisschen Pizza? Also sie mag lieber den Belag, okay. Sie langt mal beim Belag zu, weil irgendwie alle anderen Pferde haben lieber den Teig gefressen als den Belag. Und die Ruby räumt jetzt gerade die ganze Schachtel leer. Möchtest du noch weitere Do-It-Yourself-Videos sehen? Dann schau am besten jetzt da auf der Seite. Kostenlos abonnieren nicht vergessen. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig mir das mit einem Daumen nach oben. Glöckchen aktivieren nicht vergessen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem anderen Video. Bis bald. Tschüssi.